Hallo und grüßt euch zur nächsten Spielemeinung. Diesmal nach Steel and Steam habe ich mir gedacht, ich probiere nochmal so einen Episodenteil aus. Ich hätte mich vorher informieren sollen. Ich hätte mich, aber ich informiere mich vorher nie, ich lasse mich überraschen. Alpha Kimori Episode 1, Great Doubt, ist das Spiel und scheinbar ist es jetzt 2014 bei Steam rausgekommen, wo ich es auch gespielt habe. Dann habe ich gemerkt, aber das Originalspiel ist 2011 rausgekommen. Das, also Ende 2011, das ist, wow, das sind 3 Jahre lang. 3 Jahre. Da habe ich mir gedacht, aber okay, wow, dann kann ich ja das alles in einem Stück durchspielen und muss nicht warten, bis das nächste in 3 Jahren bei Steam rauskommt. Oh, ich hasse ja sowas, das ist ja Kingdom Hearts-Verhältnisse hier. Und ja, scheinbar ist der zweite Teil rausgekommen, 2012, und das war's. Von einer Trilogie. Das geht nun gar nicht. Bevor ich anfange mit dem Review, muss ich sowieso sagen, ich finde diese Episoden richtig scheiße, weil das geht vielleicht bei Sachen wie Action-Adventure oder sowas, wo du oder wo du eine Geschichte hast, aber nicht auflevelst. Aber wie soll das gehen bei Rollenspielen? Warum diese Episoden, wenn Mother 3, das ist episodenmäßig. Aber hier, ich will doch nicht alles wieder verlieren. Machen Sie, dass ich alles wieder verliere? Woher wissen Sie, wie viel ich trainiert habe? Naja, ich weiß nicht, ob Spoiler kommen oder nicht. Ich denke mal nicht. Viel kann man nicht spoilern. Alpha Kimori spielt 50 Jahre, nachdem die Menschen von der Erde weggescheucht wurden. Da kamen Außerirdische und haben gesagt, ja, wir töten euch alle. Und dann kam Gott in Form eines Raumschiffes, das ist Opening. Keine Sorge, ich spoilere ja nichts. Und bringt die Leute alle weg. Und während die Hälfte der Menschen gesagt hat, so, wir holen uns die Erde zurück, hat die andere Hälfte gesagt, nee, wir passen uns auf dem neuen Planeten ein. Ich meine, Gott hat uns hergebracht, Gott weiß schon, was er tut. Gott hat auch die Außerirdischen gemacht, nur so nebenbei. Also hat die eine Hälfte die Engel von Gott auseinandergenommen, wie auch immer. Und eingepflanzt in neue Menschen. Und so gesehen ist eine neue Art Mensch entstanden. Und davon sind wir einer. Wir spielen davon ein. Und Rick. Ach, geiler Name. Und 50 Jahre nur. Bloß natürlich treffen wir dann auf die, die mit der Natur in Einklang leben. Und dann finden wir raus, oh nein, ja, die Natur ist uns wichtig. So, dieses Spiel. Ist nicht gut. Es ist nicht so Müll wie andere Sachen, aber es hat auch nur einen einzigen Grund. Ne, zwei, sagen wir zwei. Weil der eine ist die Grafik. Ich muss wirklich sagen, alles ist neu gezeichnet. Es ist wirklich schön. Man sieht nicht mehr, dass es RPG Maker ist. Das sind so kleine Andeutungen noch, aber alles ist echt schön gemacht. Es ist leider im Gegenzug dafür ruckelt es manchmal. Was? Und es läuft nicht so schön alles. Also, es ist schön, aber es läuft nicht schön. Und Sound und Musik ist scheinbar auch gut, aber ich werde gleich einen Grund erzählen, habe ich den ausgemacht nach einer Stunde oder sowas und habe nebenbei was anderes gehört. Denn dieses Spiel hat langweilige Kämpfe. Und wenn ich trainiere oder kämpfe, und hier muss man nicht trainieren, da, ja, dann, ne, ist es so ein bisschen, warum dann? Und dann später habe ich dann vergessen, wieder anzumachen. Also ich weiß nicht, wie die Musik oder der Sound später ist. War mir auch ziemlich egal. Denn ein Riesenproblem bei diesem Spiel ist, die Kämpfe sind extrem langweilig. Du drückst die ganze Zeit das Gleiche. Oh mein Gott, dasselbe. Nicht das Gleiche, dasselbe. Oh mein, es ist so langweilig. Jeder hat die gleichen Attacken. Du kannst keine Strategie oder Taktik machen. Das ist einfach nur doch so viel wie dieser Gegner, den kann ich mit einem Schlag umbringen. Also mache ich den zuerst um. Aber es ist so öde. Ich bin nachher an Gegnern vorbeigelaufen. Und du levelst ab und das ist so gesehen, wie du heilst. Dann findest du zwar Angriffsgegenstände, die ich auch nicht wirklich benutze, weil sie nur gegen einen Gegner sind. Das ist bei Endgegnern kann man die gut benutzen. Aber du kannst sie auch verkaufen. Nur dann kannst du nicht viel kaufen. Dann kannst du zum Beispiel eine Waffe kaufen, die du aber nie gebrauchen kannst. Doch könntest du schon,
du hast einen Charakter einmal ganz kurz und dann am Ende nochmal ganz kurz. Das heißt, wenn du das ganz teure Schwert da holst, dann hast du es am Ende. Ja, das hilft dir. Nur, wenn du es nicht machst, bist du gearscht. Ohne zu spoilern, das Spiel ist easy. Du drückst einfach immer das Gleiche. Und plötzlich kommt der letzte Endkampf. Wie gesagt, das ist bei so Episode immer typisch. Und der ist einfach nur heftig. Einfach nur unfair. Und du kommst gar nicht dazu, irgendwas zu machen, weil du hast keinen Heiler oder so. Du hast keinen Heiler, du hast keinen Magier, wo ich dann denke, also zuerst denkt man so, oh, wie cool. Jeder dieser Charaktere hat einen anderen Kristall, also von diesen Engeln und wow, aber alle können das Gleiche. Ich meine, die heißen bloß anders. Ob nun Angel oder Blade, ist doch vollkommen egal. Am Ende haust du entweder den Gegner oder heilst dich selbst. Also, und wiederbeleben tust du mit 18 HP und der Angriff vom Gegner macht 600. So, aber da sagen wir mal so, das haben viele Spiele, dann drückt man halt und dann geht man durch. Was ich dem Spiel nicht verzeihen kann, ist die langgezogene Scheiße. Also, dieses Spiel, warum einen Dreiteiler draus machen, wenn der erste Teil schon so gezogen wurde? Ganz oft machen sie das. Du weißt, du musst da jetzt rein. Es gibt nichts dazwischen. Es ist einfach nur, es ist jetzt die Geschichte, du gehst jetzt da rein. Warte, lass uns erstmal in den Wald gehen und uns ein Kristall holen. Okay. Oh, was? Und dann geht man in den Wald, dann kommt einer entgegen. Oh, die sind durchgedreht. Du musst sie wieder beruhigen. Und dann wird alles so lang gezogen. Oder du sollst eine Freundin suchen. Oh, es gibt doch Spoiler gleich. Du sollst eine Freundin suchen und dann triffst du aber nur auf jemanden und sagt er, ich sag dir, wo sie sind, wenn du mir was holst. Und dann musst du in den Wald und was holen. Dann sagt dann triffst du jemanden. Ja, ich weiß, wo das ist, aber ich brauche erstmal Kristalle. Also gehst du zurück in die Stadt, kaufst Kristalle, gehst zurück in den Wald, gibst es denen und der sagt, okay, hier hast du es. Dann gehst du zurück, dann sagt er dir, wo deine Freundin ist und dann redest du nicht mehr mit deiner Freundin, weil es egal war. Und das ist, Leute, das billigste langgezogene ever. Also, das geht nun gar nicht. Da ist ja besser, oh nee, sammel vorher die vier Kristalle ein oder sowas. Also, wow. Und das passiert öfter. Das ist. Mann, hat das. Und dann, man kann nicht mal raustappen. Ich habe dann immer diese Scheiße gemacht, habe gesagt, oh, ich guck, hör mir im Hintergrund irgendwie was an, Comedy oder LP oder so. Und du kannst aus dem Spiel nicht raustappen. Du musst also speichern, rausgehen, anmachen oder umschalten oder was auch immer. Weil ich keine Playlist angemacht habe. Und wieder zurück. Ich meine, da dauert auch nur ein paar Sekunden länger, also vielleicht eine halbe Minute oder so, aber trotzdem. Mann, das sind Kleinigkeiten, die echt stören. Genauso wie, dass man nicht rennen kann. So dass man wird, dass wenn man wieder zurückgehauen wird und also am Anfang von irgendwas musst du wieder. Ach. Und die Quests. Am Anfang sind sie alle so richtig viel, nachher überhaupt nicht mehr und die sind so egal. Man erhofft sich so viel. So, und jetzt werdet ihr denken so, oh Geld, warum spielst du das überhaupt? Okay. Die Geschichte ist in Ordnung. Also ich wollte wissen, wie es weitergeht. Das Problem ist, es wird nicht wirklich gesagt, weil es so typisch ist. Auf dem Titelbild und in den Credits kommen Charaktere vor, die wir noch gar nicht kennen. Das ist schon mal dämlich, wo ich dann denke, ich habe keinen Bezug zu denen. Ihr müsst mir es nicht zeigen. Oh, wow, Artwork. Dann der Hauptheld sieht auf drei Bildern verschieden aus. Ne, vier sogar. Auf dem Titelbild sieht er aus wie so ein, weiß nicht, ist egal, auf jeden Fall vom Titelbild, Credits, im Spiel und im Spiel, wenn er redet. Wo ich ihn denke, der Designer, hat er überhaupt eine Vorstellung? Ich meine, das ist der Hauptcharakter. Wenn ihr das mit irgendeinem anderen Charakter macht, der nicht so wichtig ist, okay. Aber wow, anstelle den Hauptcharakter viermal zu zeichnen, hättet ihr vielleicht ein, zwei mehr Mitschüler einbauen können. Weil es sind einmal männlich, einmal weibliche Mitschüler. Die sehen alle gleich aus. Das fällt so auf. Ah. Nee, es ist einfach nur so, am Ende kommt schon wieder ein Bild. Nicht so, wer ist das denn? Oh, warte mal, soll das der Held sein?
Und dann kommt als nächstes so eine richtige Bitch, wo ich denke, ist das unsere Freundin? What? Was ist hier los? Das ist ja Final Fantasy mäßig, wo die Frau dann auch plötzlich, die Charaktere, die Artwork ist so hässlich, wo ich denke, das soll Cecil sein? Warte mal, hallo? Hat sie das Spiel gespielt? Und dann alles, ah, oh, das ist so schön. Ja, ich, bestimmt. Ich zeichne auch mal richtig, weiß nicht, euren Superstar richtig hässlich und sage, oh, guck mal, genau richtig, so sieht er aus in meinen Augen. Naja, es ist was Persönliches. Es ist einfach nur, was stört mich, wenn Artwork oder sowas überhaupt nicht übereinstimmt. Also sowas, was man sich nicht mal wiedererkennen kann. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Was mich auch sehr stört, ist, das können andere Spiele so viel besser, weil das kann man auch skripten. Ganz ehrlich, das kann man auch mit RPG Maker richtig leicht skripten. Bei diesem Spiel bekämpfst du, es passiert viel zu oft, ich glaube 6 Mal oder so, oder 7 Mal, auf jeden Fall sehr oft. Du besiegst einen Gegner und danach, in der nächsten Sequenz, haut er dich und du wirst sagen, oh nein, wir schaffen es nicht. Warum dann der Kampf? Nein, das ist total unbefriedigend. Ich habe gerade diesen Gegner besiegt und dann hat es eh nichts ausgemacht. Oder wir wissen, es ist ein Missverständnis. Warum muss ich dann, also es passiert etwas und du musst gegen jemanden kämpfen, gegen den du gar nicht kämpfen musst. Warum? In der nächsten Szene wird sowieso gleich erklärt. Warte, nicht kämpfen. Ist auf unserer Seite, wo ich denke, warum haben wir denn überhaupt gekämpft? Und das ist krank, das ist nicht krank, das ist schlecht. Das ist nicht gut. Ich kann es nicht anders sagen. Nicht gut. Ich kann es sehr schwer gerade. Auf jeden Fall ist es enttäuschend, weil die ganze Zeit dann wusste ich, ach, jetzt besiege ich bestimmt diesen super General und was passiert? Wir stehen da und General geht weg und andere besiegen mich und dann, hä? Ich war noch voll gut, ich war viel stärker. Dann mach den doch so schwer, dass ich ihn nicht besiegen kann. Skriptet das doch so, dass ich ihn nicht besiegen kann. Okay, ich weiß nicht, da sind so viele Leute, die daran gearbeitet haben. Und dann, wie gesagt, die Grafik ist jetzt toll. Das ist so faszinierend. Das meinte ich auch schon bei Steel in Steam. Immer ist eine Sache irgendwie gut. Oder in diesem Fall zwei. Aber, oh mein Gott. Wie können sich die Leute nicht mal zusammentun und so sagen, oh, du kannst gut zeichnen und du schreibst eine gute Geschichte. Könnt ihr mal, ne? Und du kannst aber gut programmieren. Nein, wir kriegen immer so halbherzige Scheiße raus, wo scheinbar der dritte Teil gar nicht mehr rauskommt. Also kriegen wir das Ende gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich den zweiten Teil jetzt noch spielen möchte, wo ich das weiß. Ich muss ja eh warten. Und dann kriegen wir so Sachen, wo man sagt, das ist nicht gut, das ist schade. Dann habe ich doch lieber einmal was Gutes, wo ich danach sagen kann, oh mein Gott, krieg eine Eins von mir. Weil dieses Spiel bekommt eine 3 minus. Weil auch wenn ich jetzt total immer noch denke, die Geschichte war nicht schlecht mal, ausnahmsweise, wurde sie am Ende doch wieder so ein bisschen hanebüchend. So ein bisschen so, oh mein Gott, hast du am Ende wirklich. Ich weiß, es hört sich gemein an, aber ich habe das Gefühl, das schreibt dann einer so. Und viele Männer schreiben total Bullshit-Fantasy. Aber Frauen schreiben halt so Bullshit-Fanfiction. Und ich habe das Gefühl, da hat sich irgendwie, haben sich sie so abgewechselt. Und am Ende dann so wussten sie nicht ganz genau, wer was wollte. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass so ein Pärchen oder beste Freunde oder sowas zusammen geschrieben haben. Und ich kenne das noch aus der Schule. Als wir was geschrieben haben und ich habe mit meiner Freundin das gemacht, genau das Gleiche ist passiert. Ich habe so, ich wollte so, es hört sich ganz schön gemein an, aber ich glaube mal, das ist einfach Klischee oder es ist einfach so. Ich wollte die ganze Zeit so epische Sachen machen, so verzweigt und so mit Kampf auch. Also ich bin eigentlich nicht so ein Fan von nur Kampf, aber ich wollte alles mit einbauen. Ich wollte alles so ein bisschen so wie ein Film und sowas. Und sie wollte die ganze Zeit nur, weiß ich nicht, so viel, wenn Mädchen Fanfiction schreibt. Naja, ist egal.
Es muss doch ein Zusammenspiel geben. Und dieses Zusammenspiel ist ja, wie gesagt, nicht schlecht. Am Anfang ist es wirklich so, dass man mitfiebert und sich teilweise aber auch fragt, warum es Mom und Dad heißt und die erst später Namen bekommen und keine Bilder bekommen, obwohl es die Eltern sind und ihr Sohn wird fast hingerichtet. Okay. Und auch die nächsten Charaktere denkt man sich so, oh, das ist gut gemacht. Einfach nur, dass Freunde da sind. Aber in der nächsten Szene wird alles wieder über den Haufen geworfen. Oder es gibt einen zweiten Sektor, wo man nicht reinkommt. Da muss man hinten rum rein. Totaler Bullshit. Und der Sektor ist leer. Und dann denke ich mir so, es ist, als ob sie auf der Hälfte des Spiels keinen Bock mehr hatten. Und das merkt man richtig. Die erste Hälfte ist noch so richtig. Du erkundest neue Sachen. Es macht Spaß, in den Wald zu gehen. Und ab der zweiten Hälfte dann so, es gibt nicht mehr viel zu erzählen. Die Charaktere haben sich entschieden, wir wissen, was wir zu tun haben. Und dann plötzlich heißt es, geh nochmal fünfmal durch den gleichen Wald. Das ist einfach nur traurig. Dann macht noch eine Map, zeigt nichts unten. Man sieht unten schon eine Brücke zu einer neuen Stadt. Man denkt sich so, oh, eine neue Stadt, yay! Nee, wir müssen hier nicht immer nicht rüber. Oh Mann, ich will aber. Lass uns doch einfach in die nächste Stadt gehen. Scheiß auf alles. Okay. Die Steuerung, ja, ist alles ein bisschen sehr klein. Also, man gewöhnt sich dran, aber als ich das erste Mal was ausgewählt habe, habe ich auch nur gedacht, okay, das meiste im Menü brauche ich gar nicht. Also, ich weiß auch nicht, wofür man das Menü braucht. Ich brauchte ganz selten irgendwas. Es gab auch nicht keine Gegenstände. Apropos Gegenstände, ganz groß bei Ausrüsten, Accessoires. Anstelle einfach mal durch so eine Kack-Quest ein Accessoire zu geben, wo ich mehr Stärke habe oder sowas. Nichts. Du kriegst nicht einen Ring oder sowas. Du kriegst einen Gegenstand, der deine Schnelligkeit um 100 erhöht. Und das war's. Das ist nicht Episode 1, das ist Kapitel 1. Also, die haben drei Kapitel, die überhaupt nicht gut untereinander aufgegliedert sind. Also, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich war. Es war dann einfach, du gehst durch die Tür, Kapitel 2. Hä? Kapitel 3. Was? Und das ist einfach, hä? Das gibt, wo ist hier die. Habt ihr jemals ein Theater mal weiß ich nicht, nur euch damit beschäftigt oder so? Okay, das ist jetzt schon ein bisschen sehr haarspalterisch. Nur erneut, 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 das Wort schade. Alleine, dass man so denkt, ach, da hättet ihr jetzt was draus machen können. Es hat sich alles immer so eingebildet an, wenn man alles besser weiß. Nur, ich frage mich, ob das getestet wurde. Ich weiß, man kann nicht immer testen, aber ihr seid ein großes Team. Würde ich ein Spiel machen, könnte ich ein paar Leute fragen, könnt ihr das mal testen. Selbst ich könnte einfach mal online fragen. Ihr seid ein großes Team. Ihr habt doch bestimmt genug Freunde und Bekannte, die einfach mal dieses Spiel testen können und euch ehrlich sagen können, das ist langweilig oder das ist scheiße oder das ist unausgewogen. Aber scheinbar macht das keiner. Dabei haben, glaube ich, Alpha Kimori auch das. Ihr kriegt dafür Geld. Es gibt so viele kostenlose RPG-Maker-Spiele, die besser sind. Aber was ist ein RPG-Maker-Spiel? Den muss ich nicht unbedingt. Aber wenn ihr ein gutes wisst, sagt Bescheid. Ein gutes RPG-Maker-Spiel. Umsonst. Ich will einfach mal ein kostenloses und dann will ich sagen, wow, okay, das ist super, der hat Geld verdient. Aber hier weiß ich es auf jeden Fall nicht. Es ist schön, es hat mich sehr an Lennos erinnert. Das hat einen riesen Pluspunkt gegeben. Die Charaktere sind interessant, aber bei Spoiler werde ich mal ein bisschen drauf eingehen. Es sind nicht viele, es sind nicht große Spoiler, aber es spoilert halt ein bisschen von der Entwicklung. Aber wie gesagt, es passiert nicht viel. Alpha Kimori, hier Great Doubt, Episode 1. Deine Mutter ist jetzt erhältlich auf Steam, schon seit mehreren Jahren auf deren Seite und bei anderen Unternehmen. Lasst es, guckt euch ein LP an oder wenn es wie umsonst bekommt, könnt ihr es probieren, aber eigentlich spielt lieber irgendein anderes Spiel. Spielt lieber Final Fantasy Tactics oder Final Fantasy 4 oder sowas. Und jetzt kommen die Spoiler. Ich bin gespannt, was überhaupt
noch so gibt. Irgendwas. Ich bin einfach enttäuscht. Ich wollte mal so ein schönes kleines Spiel. Spoiler, 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 Spoiler. Oh mein Gott, Vanessa. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Wisst ihr was? Zuerst war es noch wie immer. Dann habe ich mir gedacht, irgendwie auch interessant. Und dann habe ich mir nur am Ende, also so im letzten Drittel habe ich mir gedacht, wenn die Rick nicht schwul machen, wow. Also, das ist eine der traurigsten Dinge gewesen ever. Sie sind seit Kindheit sind sie befreundet und Rick hat Vanessa beschützt vor dem Monster, hier vor dem Key-Monster. Und die Szene mussten sie ungefähr gefühlte 1000 Mal zeigen, wo ich dann auch gedacht habe, ist in Ordnung. Die Szene ist jetzt nicht so genial, dass ihr sie nochmal zeigen müsst. Und sie verliebt sich dann in ihn, weil er sie beschützt. Danach aber wird er eine Pussy in deren Augen und weil er einen Engel getroffen hat und sich entweder in Engel verliebt hat, das kam aber auch nicht wirklich rüber. Und danach wird er eine Pussy und Vanessa ist immer noch verliebt in ihn und möchte ihn beschützen. Was zuerst noch süß war, dass sie sagt, ich beschütze dich. Das fand ich mal irgendwie ganz gut, dass sie sagt, nein. Also sie hätte sich nichts sagen lassen. Und sie war auch da sehr direkt, auch zu dem anderen Typen. Nein, ich stehe nicht auf dich. Aber der andere auch so, ich liebe dich und er dich nicht. Und dann habe ich gesagt, wow, das ist ja richtig offen hier. Das ist ja cool. Nur es war so offensichtlich, dass die beiden Kimorianer da dass die zusammenkommen. Die leben auch noch im gleichen Haus. Aber, so, jetzt kommt's. Sie sind 18. Beide sind 18. Und Rick hat mal wieder überhaupt keine Sexualität. Es ist nicht so, dass man die ganze Zeit Pornos finden muss oder sowas. Nur Vanessa ist in dich schon seit Jahren verknallt. Und der andere Typ, der auch ein Kristall hat, ist in Vanessa verknallt. Also habt ihr das Thema aufgegriffen, nicht ich. Und wenn Rick dann keine Sexualität hat, dann ist das schon seltsam. Also sucht man so kleine Andeutungen, wie zum Beispiel, er wird rot oder ihm ist. Oder er träumt von jemandem oder sowas. Er träumt von Yuki, ja, aber das ist was anderes. Das ist, am Ende kommt ja raus, dass sie eine Resonanz haben, bla bla bla. Und seht ihr, ich habe mir die Geschichte gemerkt. Das ist schon ein Pluspunkt für das Spiel. Nur am Ende wurde es auch so ein bisschen so bullshittig mit den Power Ranger mäßig. Oh, ich kann jetzt einen Engel beschwören. Warum können wir unseren Engel nicht sehen? Warum können wir aber deren Engel besiegen? Ist das nicht so unfair? Eigentlich können wir gar nicht verlieren. Naja. So, während der Geschichte macht Vanessa die ganze Zeit Andeutung, dass sie mehr empfindet. Und das sind ein paar Tage, die da vergehen. Nur ein paar Tage. Und da fängt Rick schon an, jetzt mach keine Witze, ha, und so. Und das sind schon die ersten Andeutungen, dass er kein Interesse hat. Ich meine, ich bin auch schon alt genug, das zu wissen. Ihr, denke ich mal, auch. Manchmal verliebt man sich, manchmal verlieben sich andere in dich und sowas. Man muss immer damit umgehen, wenn es nur einseitig ist. Wie geht man damit um? Indem man zuerst es nicht ernst nimmt, weil man darauf hofft, dass es nur ein Spaß ist oder die Person ein bisschen checkt, dass du kein Interesse hast. Nur andere Personen oder man selbst auch nimmt das dann als er versteht es nicht wahr. Also, ne, also Vanessa und Rick. Wenn Vanessa jetzt, oh, er versteht es nicht, steht sogar in dem Profil drin. Warum sieht er sie nur wie eine Schwester? So, und genau das ist es. Man kann im Profil schon alles gespoilert bekommen. Er sieht sie scheinbar nur als Schwester, denn, jetzt kommt's, ich war richtig genervt. Ich habe so gedacht, boah, Vanessa, sag's doch mal direkt oder merk endlich, dass du nicht sein Die bekommst. Und plötzlich, was sie sehr gut gemacht haben, weil sie auch nicht mal zusammenpassen. Vanessa hat eine ganz andere Auffassung von der Leben. Wenn würde es am Ende nicht passieren, dass Alistair total durchdreht und total ein Arsch ist und alles erzählt, wirklich alles erzählt, warum auch immer, dann. Aber es ist so egal. Sie würde hingerichtet werden für Rick. Auf jeden Fall passiert es in der Geschichte, ja.
dass sie dann gefragt wird von dem anderen, wo ich den Namen vergessen habe, von diesem L-Day oder so. Gidei. Und der ziemlich nervtötend ist, weil er keinen Charakter hat, außer ich hasse dich. Und der dann direkt sagt, du hast was verdient, du hast jemanden verdient, der dich liebt. Ich liebe dich. Und sie, so Rick, also du weißt jetzt also, ich liebe dich. Liebst du mich auch? Und Rick sagt nichts. Zuerst denkt man sich so, was ist gerade unangenehm für ihn. Das passiert aber mehrmals. Es passiert mehrmals diese Szene. Und Rick macht alles kaputt. Er sagt so, oh, es ist nett, dass du mal Freundin bist. Leute im Internet würden jetzt sagen, friendzoned. Und das ist in diesem Moment sogar so. Aber anstelle, dass er einfach sagt, du, ich empfinde nicht so wie du. Vanessa stürmt weg und man denkt sich so, sehr gut. Endlich hast du dich befreit von ihm. Nein, danach sagt sie, ich helfe dir. Bis zum Ende. Wirklich? Deine Familie, dein alles? Dann wiederum, sie hat keine Familie. Sie wurde ja umgebracht. Auf jeden Fall, sie hat eh alles verloren. Ja, okay, sie möchte ihn nicht verlieren. Aber es gibt auch Prinzipien, die du hast. Auf jeden Fall, für einen Mann lässt sie alles liegen. Der nicht mal sagen kann, ich mag dich mehr als eine gute Freundin. Also, das ist wirklich friendzoned. Das ist einfach. Aber damit muss sie umgehen. Ich verstehe das. Bloß, sie sagt dann immer, du sagst nichts, was alles da kaputt gehen kann. Du kannst mich später mit deiner Liebe überschütten. Also sie ist so blind, dass sie schon genervt hat. Es tat mir leid. Es tat mir wirklich, wirklich leid. Wie gesagt, jeder kennt beide Seiten. Nur weil man auch beide Seiten kennt, war man auch ein bisschen genervt als Rick. Rick hat nicht einmal Hoffnung gemacht. Das ist nämlich was anderes. Hoffnung machen ist voll fies. Das ist zum Beispiel dann das wirklich negative Friendzone. Wenn dann zum Beispiel ein Mädel die ganze Zeit so ne, mehr als Freundschaft andeutet und dann aber sagt, nein, ich will es nicht kaputt machen. Und das ist unfair. Aber Rick hat das nie gemacht. Rick will sie sogar in Ruhe lassen. Geht sogar alleine, weil er dann sagt, nee, ich möchte sie nicht immer ausnutzen. Aber er meint, er sieht sie wohl wirklich nur als beste Freundin. Boah, und das war wirklich, wo ich mittendrin Hass, also zuerst Mitleid und dann nachher so ein bisschen so, mein Gott, du nervst so, Weib. Hab doch mal ein bisschen Selbstrespekt. Und da habe ich mir dann gedacht, so, jetzt müsst ihr aber auch mal erklären, was los ist, weil Rick, auch wenn er ihr keine Hoffnung macht, er hat nichts weiter, wenn wir wenigstens wüssten, was los ist. Und dann plötzlich sagte ein Satz über Elva, er ist mehr als nur ein Freund. Also nee, er hat gesagt, mehr ein Freund als ein Elder. Also Elder sind die Obermacker, die damals kamen, irgendwie mit dem die Menschen halt, die gerettet wurden von Gott. Aber da habe ich mir auch gedacht, dann mach doch, dass er auf Elva steht oder sowas. Das kann man ja irgendwie erklären in den drei Episoden. Mein Gott, Leute, ihr seid ein Indie-Spiel-RPG-Dingens, das nur Hardcore-Leute durchspielen. Und wer das bis dahin gespielt hat, wird kein Problem mehr mit haben. Würdet ihr mal sowas machen? Es gab's noch nie in einem Spiel, noch nie. Weil ihr immer am Ende irgendwie die 0815-Keule rausholt. Immer den gleichen Ablauf. Ich kann mir gut vorstellen, dass im zweiten oder dritten Teil. Und ich weiß, ich rante hier extrem darüber. Im zweiten und dritten Teil steht da auf Yuki, dass sie irgendwie, oh, wir haben so eine Verbindung. Und Vanessa wird dann eifersüchtig und läuft weg oder irgend sowas. Und da kommt ja auch noch so ein anderes Mädchen, habe ich ja gesehen, im Artwork. Wo ich dann denke, warum? Es ändert nichts daran, dass er keine Gefühle hat für Vanessa. Nein, es ist einfach nur, wo ich dann denke. Manchmal stehen die Leute da, die schreiben ja ihre Geschichte. Und dann sind sie am Computer und denken sich so, okay, wie könnte das jetzt weitergehen? Und dann nehmen sie den langweiligsten Weg, den schon jeder kennt. So wie früher, oh, es war alles nur ein Traum oder, oh, wie überraschend, am Ende steht der Mörder nochmal auf. Es ist einfach nur so, denkt euch doch mal was aus. Also, das ist auch bei Filmen so. Oder ich habe es noch nicht weitergeguckt. Ich muss nur einmal kurz sagen, bei einer Serie über Zombies, da habe ich mir auch gedacht, ah, es wird immer das Gleiche passieren.
Und da hat mich auch überrascht. Da haben die Autoren etwas getan, wo man gedacht hat, okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Und nicht aus Prinzip schocken, wie bei 24, sondern einfach nur überraschen. Wo man sagt, das ist clever, das macht Sinn. Und das ist einfach, irgendwie will ich es weiterspielen zu dem Punkt, wo ich entweder Recht bekomme oder positiv Unrecht habe. Dass ich dann sage, oh, super. Ihr habt einen Pluspunkt verdient. Aber Alpha Kimori, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Rick ist immer noch scheinbar jeden Tag darüber nachzudenken, wie damals dieser Engel gesagt hat, bitte bring meine Freunde nicht um. Und er bringt die Freunde um und der Engel, warum hast du sie umgebracht? Du solltest nicht töten. Jetzt muss ich dich nämlich töten. Hä? Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und dann zeigen sie immer wieder die erste Szene, wo er sie schlägt. Wo ich denke, wie ist es weitergegangen? Wie kam es, dass er durch diesen Zusammentreffen mit ihr, mit Yuki, nicht mehr kämpfen möchte? Er hat ihre Freunde umgebracht und sie wollte ihn dann umbringen. Ja, jetzt sehe ich es auch. Was? Und das sind einfach so viele verschwendete Sachen. Auch die Freundin da, diese Karen oder so. Dass sie dann, oh, Terroristen, läuft weg. 10 Minuten später laufen wir hinterher und sie, nee, ich verstehe, ich werde dich nicht verraten. Karen, das war interessant. Das fand ich toll. Du bist gut eingebaut, dass man vorher oft mit ihr geredet hat und am Ende sieht sie dich und du musst entscheiden. Töte ich jetzt meine Freundin oder nicht? Das war toll. Das war moralisch. Und dann plötzlich, okay. Ach Mann. Schade, schade, schade. Das ist einfach. Ich habe manchmal das Gefühl, Leute sind zu schnell, ihr wisst nicht mehr, was Qualität ist oder seid ihr zu schnell zufrieden? Ich weiß es nicht. Bloß ich kriege immer mit, wie Leute sich immer beschweren im Restaurants oder so, aber bei sowas dann nicht. Und dann habe ich mir die Reviews angeguckt und alles und da waren auch ganz viele, die nur gelobt haben, dieses Spiel. Wo ich denke, vergleicht ihr nicht? Habt ihr keinen Anspruch an Macher mehr heutzutage? Ich meine, ich vergleiche das immer mit den Eltern, wo das Kind ankommt mit einem richtig hässlich gemalten Bild und die, oh ja, ich häng's an den Kühlschrank. Man muss doch auch irgendwo mal sagen, Leute, ihr müsst nicht die Besten sein, weil das wäre anstrengend für alle. Bloß, es gibt auch irgendwo eine Qualitätswahrung. Weiß ich nicht. Man kauft so Kelloggs, total eklig, total blah. Und dann, ja, okay, kann man essen. Wenigstens wird es später verdaut. So, was? Was? Ja, es ist Alkohol. Ja, Hauptsache billig und macht mich voll. Das ist wie bei den Spielen jetzt hier. Also wie bei, was ich jetzt so reviewed habe in letzter Zeit. Nicht in letzter Zeit, Entschuldigung. Es gibt ja, stimmt, es ist 2-2. Avernum und Avadon, richtig lange gute Unterhaltung. Und das wird nicht beachtet. Wo Leute sagen, das ist mir zu anstrengend. Es dauert ja 80 Stunden, das durchzuspielen. Tolle Geschichte, tolle Einflussnahme, super Spiele. Und dann sowas, 4, 5 Stunden, absolute Doofheit, mit RPG Maker gemacht, nichts Eigenes. Und die Leute, yay! Wenigstens muss ich nicht überlegen. Und ich bin da so ein bisschen dann so, bin ich schuld? Naja, die Leute haben halt, weiß ich nicht, was wollt ihr? Naja, also die das gut empfinden. Wenn ihr das Spiel gespielt habt, sagt mir gerne Bescheid. Wie gesagt, ich finde es interessant, was gekommen ist, aber am Ende ist keiner gestorben. Nicht, dass ich jemand will, dass jemand stirbt, aber ich hau jeden der diese Elder. Alle davon waren einfach, bis auf Alistair, aber der nur, weil er die ganze Zeit den gleichen Angriff gemacht hat. Oh mein Gott, war das nervtötend. Er zaubert, ich heile mich. Er zaubert, ich heile mich. Und ich kann nicht weiter. Wenn ich mich nicht heile, sterbe ich beim nächsten Zaubern. Das heißt, ich muss mich heilen. Ich muss warten, bis er irgendwann mal angreift. Das ist kein gut gemachtes Spiel. Es ist langweilig. Es ist ein. Ich weiß,
Wäre ich Alistair, würde ich auch die ganze Zeit diesen Zauber machen. Nur, es ist ein bisschen so festgefahren, wie bei einem, keine Ahnung, nicht Schachspiel, wo jemand immer hin und her geht oder so. Na, passiert selten, aber du wisst, was ich meine, glaube ich. Und, letzte Dungeon. Wirklich, ich habe gedacht so, oh nein, ich wette, das ist das letzte Dungeon. Oh nein, weil die ganze Zeit Gegner auf dich zukommen. Und du bist immer zu zweit, du und Vanessa, gleiche Angriffe. Keine Abwechslung. Manchmal kriegt man andere Charaktere dazu, dann ist man halt mit einem anderen Charakter, die gleichen Angriffe hat, dabei. Es ist so egal gewesen. Und du läufst dann durch den letzten Dungeon mit ganz vielen. Und im letzten Kampf hast du endlich vier Charaktere. Und da geht es nur darum, die ganze Zeit deine Gegenstände zu benutzen, weil du sonst stirbst. Ich weiß nicht, ob ich es besser machen könnte. Nur ich würde sowas nicht abliefern. Vielleicht ist deshalb der dritte Teil nicht rausgekommen. Mich würde halt interessieren, ob sie den zweiten Teil besser gemacht haben. Oder ob sie überhaupt noch Bock hatten. Bloß, wie gesagt, wenn es kein Ende gibt, keinen dritten Teil, warum nicht gleich ein ganzes Spiel draus machen? Die ganzen verlängerten Sachen weghauen. Was hat nichts zur Geschichte beigetragen, dass ich nochmal in die Höhle musste? Wenn es bei der Geschichte beigetragen hätte, wäre das was anderes. Dann würde ich sagen, okay, das ist Charakterentwicklung. Man hätte es aber auch sein lassen können. Weil wir müssen ja. Das heißt, warte, ich habe noch was versteckt in der Höhle. Warum hast du es in der Höhle versteckt? Wie bist du hingekommen alleine? Naja. Warum gibt sie es mir nicht sofort? Da hätten wir das, die Charakterentwicklung, die wir in der Höhle hatten, vor Ort. Und das meine ich einfach. Man hätte diese drei Teile in einem Spiel unterbringen können, ohne groß Wiederholen von den Sachen und sowas. Man kann die Gegner ja vielleicht ein bisschen wiederholen oder so. Weiß nicht, dann hätte ich in einem Rutsch diese ganze Geschichte durchgespielt. Man hätte vielleicht Episode 1 machen können, bis klar ist, ob man zurück zur Erde geht oder nicht. Aber nicht, bis man aus der Stadt flieht. Das ist nicht Episode 1, das ist, wie gesagt, das erste Kapitel. Ach, keine Ahnung. Oh, Final Fantasy 4.2 hat das episodenmäßig gut gemacht, aber es ist anstrengend und ich habe es nicht gerne gespielt. Es war jetzt einfach nur, man merkt, dass es eine Handy-Episode war für unterwegs. Es ist einfach nur schwer. Aber kann ich euch auf jeden Fall besser, mehr empfehlen. Nur, spielt zuerst Final Fantasy 4, dann Final Fantasy 4.2 und dann weint erstmal in der Ecke, denn Final Fantasy 4.2 ist absolut böse am Ende. Also, das ganze Spiel ist böse, aber die Geschichte, die Auflösung am Ende, wow, Hirn, Bäm, und komme ich nicht mehr weg von. Das ist jetzt passiert, das ist jetzt passiert und das ist jetzt Kanon und das macht mich traurig und ist ein bisschen so wie damals bei Lufia. Einige Sachen sind dann einfach drin, gehen nicht mehr weg. Gut, Alpha Kimori. No doubt, pity. Nein, great doubt, weil was auch relativ schnell ja auch klar gemacht wird, dass du recht hast. Ich möchte nicht mehr kämpfen. Und dann kommen die Ökos und sagen so: Ah, wir leben es hier, ihr seid alle scheiße, ihr seid die Terroristen. Und bevor man die moralisch dann denken kann: beide Seiten sind ganz interessant. Nein. Die Technik ist böse. Wo ich mir auch gedacht habe, oh, da hat wohl jemand Mother 3 gespielt. Bei Mother 3 wird es aber anders aufgelöst. Da macht es Sinn, auch wenn es erst ganz, 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 ganz am Ende klar wird. Die Kritik macht Sinn. Bei Mother 3 hat mich die Kritik auch gestört, dass Technik schlecht ist und Kapitalismus schlecht ist und sowas, weil das stimmt nicht. Aber die Pigs, die Nazis sind halt schlecht. Ne? Aber das ist eine andere Geschichte. Deshalb Pigs. Und es gibt ja auch am Ende die Lösung, warum das so passiert ist. Ne? Aber bei Alpha Kimori ist das so: Frag doch mal Gott. Ich weiß, Gott ist verschwunden. Aber es ist wieder typisch Gott. Oh, ups. Da seid ihr wohl alle tot. Dann nehme ich mal wohl ein paar Menschen mit.
Und dann setze ich euch hier ab und hier könnt ihr neu machen. Und in 50 Jahren haben sie ziemlich gut alles aufgebaut. Also ich hätte vielleicht nicht 50 Jahre gemacht, aber dann, sie wollten ja die ersten Menschen haben. Ach Mann, und schon wieder denke ich im Kopf so, tolle Geschichte, ich würde sie ganz anders aufbauen. Ich finde es immer so Verschwendung. Ich finde es so wie wenn gut aussehende Menschen scheiße, asozial und dumm sind oder so. Denke ich mir auch immer so, was für eine Verschwendung an guter Genetik. Und das gleiche hier auch. Was für eine Verschwendung an einer guten Geschichte. Gut, ich wiederhole mich, es tut mir leid. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie sowas auch kennt, in die Kommentare. Aber wie ich YouTube heute kenne, wird das eh nicht passieren. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Nein, sie ist schon am Boden und hat ihre letzten Atemzüge. Aber das tut mir echt leid, weil die Hoffnung stirbt zuletzt. Das bedeutet, sie muss jetzt die ganze Zeit in Schmerzen und im eigenen Suhl hier so ausbluten. Also stirbst zuletzt, tut mir leid. Ihr seid schuld, dass die Hoffnung leiden muss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.